Frau Wagenknecht, viele denn der Linken irgendeine geniale Methode ein, wie man verhindern könnte, dass Menschen entweder physisch und mit ihrem Geld oder auch nur mit ihrem Geld in die Schweiz abwandern? Also so genial muss man eigentlich gar nicht sein. Das Problem ist ja tatsächlich, dass die Politik es zulässt. Weil ich denke natürlich auch viele Arbeitnehmer, die gerade die wenig verdienen, finden das auch nicht toll, dass ihnen jedes Mal vom Lohnzettel gleich die Steuer abgezogen wird. Aber die wird eben abgezogen, sie haben gar keine Chance, das zu gestalten. Oder ein Kleinunternehmen, da wird regelmäßig Betriebsprüfung gemacht. Wenn der 2000 Euro Mehrwertsteuer nicht deklariert hat, dann ist die Hölle los. So, und bei den Großen hat man weggeguckt. Und natürlich hätte Deutschland längst machen können, was die USA gemacht haben, die Banken verpflichten, solche Konten und solche Transaktionen offen zu legen. Und das mit drakonischen Strafen. Weil ich finde es unglaublich, dass man Banken, die ganz offen Beihilfe zur Steuerhinterziehung leisten, und man weiß, dass sie das tun, das ist belegbar, die haben teilweise Prospekte, die haben teilweise auf ihrer Webseite die entsprechende Werbung, dass man diese Banken einfach machen lässt. Und solange die Politik das zulässt, dass über die Konten dieser Banken oder auch Vermögensverwaltungsgesellschaften Milliarden ins Ausland transferiert werden und man sie nicht verpflichtet, solche Transaktionen offenzulegen, solange will man nicht wirklich dagegen vorgehen. Und das ist, glaube ich, das eigentliche Problem. Fragen wir Frau Wagenknecht, ist es fair, dass diese Menschen, wenn sich der Name auf einer CD befindet, bei Alice Schwarzer war das unter anderem so, dass dann nicht nur sofort die Ermittler vor der Tür stehen und oder dann eine strafbefreite Selbstanzeige gezogen wird, aber dass erstmal diese Dinge auch in einer gewissen Öffentlichkeit diskutiert wird? Oder sagen Sie, das geht auch Ihnen eigentlich zu weit? Also ich sag mal so, ein öffentlicher Pranger hat nichts mit Rechtsstaat zu tun. Trotzdem ist es natürlich ein Unterschied, ob es eine Privatperson betrifft oder jemand, der in der Öffentlichkeit steht. Also ich sag mal, was weiß ich, wenn ich ein Geheimkonto in der Schweiz hätte und würde jetzt hier in der Talkshow laut reden gegen Steuerhinterziehung, dann hätte die Öffentlichkeit ja auch ein gewisses Recht, das zu erfahren. Also insoweit bei öffentlichen Personen, bei Menschen, die in der Öffentlichkeit agieren und handeln, ist das natürlich ein Grenzfall. Also bei privaten Personen, finde ich, muss Steuergeheimnis auf jeden Fall und hundertprozentig gewahrt bleiben. Ich möchte aber auch noch was sagen zu dem, was Herr Bröderle vorhin gesagt hat, was das europäische Recht angeht. Und die Frage, dass es mitten in der EU Steueroasen en masse gibt, ja, eben wirklich Sie, nicht nur die Frau Schweiz. Wagenknecht, einmal den Gedanken behalten, ich möchte einmal auch den Herrn Fischer noch mal danach fragen. Frau Wagenknecht, in Schweden beispielsweise gibt es ein ganz anderes Prozedere. Da weiß jeder Bürger von jedem Bürger, wie viel Steuern er zahlt. Die haben einen wahnsinnig transparentes System. Wäre das etwas, was Sie attraktiv fänden, wo Sie sagen, könnte sich die Linke mit anfreunden, dass wir es machen wie unsere schwedischen Nachbarn? Ja, also das hat halt wirklich Licht- und Schattenseiten. Also ich finde Privatpersonen, die ihr normales Leben führen, die ihre Steuern zahlen, also dass dann wirklich sozusagen im Internet abrufbar ist vom Nachbarn oder von wem auch immer, wie viel zahlt denn der, wie viel verdient denn der, das ist schon, finde ich, auch etwas ambivalent und problematisch. Ich finde, der Staat ist vielmehr verpflichtet, tatsächlich Regeln zu schaffen, die es verhindern, dass sich ein Teil, ein sehr, sehr kleiner, aber eben der reichste Teil der Gesellschaft, wenn er es will und darauf anlegt, systematisch der Steuerpflicht entziehen kann. Und wenn solche Regeln, und wie gesagt, da gibt es eben Möglichkeiten über nicht unbedingt bilaterale Abkommen, sondern über die Banken, weil wir haben ja natürlich auch nicht nur die EU. Also es gab ja zum Beispiel bei deutschen Banken 2009 schon eine Abfrage der Bundesregierung über ihre Aktivitäten und Steueroasen. Und da hat sich herausgestellt, die haben das auch offen zugegeben, dass sie in allen möglichen Steuerparadiesen dieser Welt insgesamt 1600 Trusts und Stiftungen unterhalten haben. Also deutsche Banken, die dort tätig sind. So, und die sind natürlich außerhalb der EU, die meisten dieser Steuerparadiese. Ja. Das heißt, wir müssen über die Banken und über die Finanzinstitute gehen. Und wenn da ein Riegel vorgeschoben wird, dass es einfach nicht mehr möglich ist, solche Transaktionen zu machen, ohne dass sie die Steuerbehörde erfährt, dann, glaube ich, muss man das auch nicht sozusagen im Internet oder wo auch immer an den Pranger stellen, sondern muss man es einfach verhindern. Dann muss man dadurch durchsetzen, dass es gar nicht mehr geht. So wie eben bei einem Lohnempfänger auch. Also der hat die Steuer quasi vorher abgezogen, der hat gar keine Chance, Steuerhinterziehung zu betreiben. Und ich finde, ähnlich müssen wir auch bei den Reichen dazu kommen, dass sie die Chance nicht mehr haben, weil Menschen eben immer oder Teil, also nicht alle Reichen hinterziehen Steuern, das ist ja auch Blödsinn. Aber es gibt eben immer wieder Menschen, und gerade in Deutschland ist das in der wirklich unter den Superreichen ja ein durchaus beliebter Sport. Also das war ja über viele Jahre quasi gehörte zum guten Ton, dass man sein Geld an der Steuer vorbeizieht. Und dass so etwas einfach nicht mehr möglich sein darf. Ich finde, das ist die staatliche Pflicht und nicht so sehr sozusagen die Veröffentlichung, weil dann sieht man halt meinetwegen X, der in der Supervilla lebt, zahlt keine Steuern. Gut, das könnte man dann sehen durch die Veröffentlichung, aber ob er deswegen
irgendwelche zahlen würde, das sehe ich trotzdem noch lange nicht. Also ich würde viel eher den anderen Hebel sehen. Ja, aber ich meine, das Prinzip der Schweiz, das gilt ja auch überwiegend für Ausländer und für sehr reiche Leute. Die können quasi mit dem dortigen Kanton persönlich ihren Steuersatz aushandeln. Also wenn wir das System ausführen, wenn wir das System in Deutschland einführen, soll jetzt der Staat auch mit jedem Arbeitnehmer, mit jedem kleinen Selbstständigen, soll er mit ihm verhandeln, welchen persönlichen Steuersatz er für angemessen hält. Also das ist ja völlig absurd. Das stimmt doch überhaupt nicht. Natürlich, bei den Multimillionären ist genau das das Prinzip. Und übrigens, also was die Steuermoral angeht, natürlich haben wir auf andere Art in Deutschland auch das Problem, dass nämlich ausländische Bürger nach Deutschland gehen und hier zum Beispiel auch Schweizer hier ihre Steuern hinterziehen, weil Deutschland nämlich auch nicht so edel ist. Deutschland hat nach außen genauso ein striktes Gebaren, dass sie nämlich nicht ausländischen Steuerbehörden die Daten entsprechend liefern. Und das ist das Grundproblem. Das heißt, die einzelnen Staaten sind natürlich auch weil ihre Banken entsprechend mächtig sind, ganz froh, wenn Geld ins Land fließt und sind im Grunde kooperieren mit Steuerflucht. Das macht Deutschland ganz genauso. Wir sind unter den Top Ten der insgesamt weltweiten Steueroasen und Geldwäscheparadiese. Da ist Deutschland auch, also nicht nur die Schweiz, aber eben immer für auch Ausländer. Darauf kommen wir nochmal, Frau Wagenknecht, weil es wäre so schön, wenn wir die Frage von Herrn Ackeret nochmal aufnehmen. Wenn der Bürger dieses Landes die Höhe seiner zu zahlenden Steuern mit den anderen Bürgern dieses Landes festlegen könnte, in einer Art direkten Demokratie, hätten wir dann eine bessere Steuermoral, eine bessere Steuergerechtigkeit in Deutschland? Also ich meine, wenn es eine Volksabstimmung darüber gäbe, wie viel Steuern zu zahlen sind. Ja, ich glaube, das ist einfach nicht praktikabel. Also ich bin sehr für direkte Demokratie und ich finde auch, ja gut, da muss man aber dann auch darüber reden, was sozusagen mit den Ausgaben passiert, wenn die Steuern erheblich gesenkt werden. Also ich glaube, wir könnten zum Beispiel in Deutschland darüber abstimmen, ob es wirklich legitim ist, dass Vermögenseinkommen viel niedriger besteuert wird als Arbeitseinkommen, ob die Bürger das wollen oder nicht. Da würde ich sofort sagen, machen wir eine Abstimmung. Ich ahne sogar, wie die ausgehen würde. Und ich finde auch, das ist ein Riesenunrecht, dass diese Ungleichbesteuerung besteht. Mhm. Und wir könnten natürlich auch die Menschen fragen, wollen sie ein progressives Steuersystem, also eine stärkere Belastung, wenn die Einkommen steigen oder nicht. Das sind schon Dinge, Frau Fahini, die man entscheiden kurz, kann. Aber die genauen Sätze, das gut, das wenn ist die, ja ganz differenziert. Wenn die, wie sehr wird es die Menschen beeindrucken, wenn sie von dem, was sie sowieso im Überfluss haben, nämlich Geld, dann einfach noch ein bisschen mehr geben sollen? Ja, aber das ist eben gerade die Widersprüchlichkeit. Dieses Instrument der strafbefreienden Selbstanzeige ist natürlich auch etwas, was die Steuerhinterziehung bagatellisiert. Und natürlich begehe ich eher eine Straftat, wenn ich das Gefühl habe, die ist eigentlich gar nicht so schlimm. Und wenn ich irgendwann ein ungutes Gefühl habe, kann ich mich immer noch selber anzeigen und da bin ich fein raus, als wenn ich wirklich ernsthaft Angst haben muss. Und ich finde, Steuerhinterziehung muss ein Delikt werden, wo man wirklich Angst hat, es zu begehen, weil dann haben wir am Ende nicht die vollen Gefängnisse, sondern wir haben einfach die Steuerzahlungen. Und das muss das Druckpotenzial sein. Das heißt, die Leute müssen das Gefühl haben, sie können gar nicht mehr hinterziehen. Frau Fahimi ist gleich dran.